Du später eine Stunde wissen. Nein, auf noch, geht schon. Wo rennt ihr hin? Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Mir holen schaut aus. Kommst du auch? Hier kommt der stolze Bräutigam. Lass die Zeremonie beginnen. Mara war es, die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor über uns als ihre Wobei, Kinder. Wobei, da haben wir einen scharfen Weg ausgesucht. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. In guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Was heißt in alle Ewigkeit? Das hat die Welt nicht mehr los, oder wir? Ja gut. Unter der Obhut von Mara, der Göttin der Liebe, erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe, gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in eurem neuen gemeinsamen Mit der göttlichen Gnade von Mara. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht wahr? Muri, warte mal. Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Wie bei dir? Wir sind ver... Wollen die Bauerhaus umsonst, oder wie? Ich habe heute mit Lucia im Park gespielt. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, Muri, nicht wahr? Muri, bleib mit dir. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht Eben. Wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Oh, aber ihr habt Kinder, nicht wahr? Wir werden ein Haus mit ausreichend Platz für sie finden müssen. In meinem Haus im Weißlauf. Nicht der Ernst? In der Bruchbude? Aber in dem Mund. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle. Dann wohnen wir heute im Weißlauf, mir ist wurscht. Da habe ich zwei Häuser gebaut und sie wohnen in einer kleinen Bude. Was geht denn sonst noch mit dir? Noch einmal danke, dass ihr mein Problem gelöst habt. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Mein Schatz? Hey, das sagst du nie zu mir. Pass auf. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Ich würde sagen, machen wir eine Mission. Und dann gibt es eine Pause. Der Herbstwachturm. Hildgruns Grab. Weißlauf, aha, trifft eh gut. Ein Zwergenpfeil. Zu Astrid wollte ich. Lady Astrid, der Kater ist zurück. Und der Kater hat frohe Botschaft. Ich bitte einmal nicht teilen. Arnbjorn ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber was ist mit dem Verrückten? Ist Cicero tot? Der Cicero? Der Schlungenen entkleidet. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Er ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen.
Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Der Wahnsinn hat ein Ende. Das Partrezept. Aha, nicht dort. Festus Grex, wer war das? Hört nur einer. Bruder. Das ist mein Festus Grex. Kennt du den Feinschmecker? Da, bitte. Amion, ist er wieder da. Und Nogel drum. Ich wollte euch nur danken, dass ihr nach mir gesucht habt. Ja, die Nogler. Damals in Dämmerstern. Du kannst doch mal Schuhe kaufen, du Depp. Der verrückte Witz. Festus Grex. Ja, der Kasperl. Da seid ihr ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, hm? Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Nörgelt doch nicht rum. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert. Seht doch. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markart aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja, und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Man soll immer hinter sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Nein. Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Selbstverständlich. Und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Und fort mit euch. Anton Virane. Nicht vergessen, die Festung... Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr. Viel älter. Eigentlich mit drin, was hat nur? Eine Wissenschaft, die viel gibt, geht aber auch viel nehmen kann. Mal sehen, was ich euch beibringen kann. Legen wir deinen Aufstieg hier? Kommt schon. Wahrscheinlich, oder? Befehle. Was wollt ihr denn noch? Du weißt ja gar nicht, wie hoch geht denn du eigentlich mit dem Level? Man bei 50 bin ich schon. Den Typen suchen wir jetzt das nächste Mal. Da suchen wir Schattenmänner. Klebst du mir am Arsch oder was? Warte, meine Pause machen wir. Im Weitlauf hätte ich gesagt. Wer rennt da rum? Guten Morgen. Miller Valentia. Guten Tag. Jetzt habe ich ein Riesenhaus gebaut, gegeben, wo alle Hausen da drin hat. Im Briesenheim. Komische Leute. Olava der Schwachen. Hinterm Briesenheim.
Ihr seid Adriane, jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, um die Zeit. Modellbrecher. Oh, Lava. Ja, die Schacht oder was? Ihr habt hier nichts zu suchen. Du, geh für den Gaff. Ihr habt hier nichts. Mein Gott. Ich werde diese euch Weiber. Nicht... Hier, Edith, ist so schlimmer. Muss ich wieder warten, gell? Ja, da warte ich einmal. 11 Stunden. Da kann vielleicht die Meinung gehen und um. Vielleicht war es auch so ein bisschen grantig. Hier ja, draußen ist es so hell. Wann hat die Zeit? Nicht, wie ihr die das ertragen könnt. Befleckte Meere. Jetzt ist da hinten. Gehen wir da hinten. Ja? Ich bitte euch nur Bellator. Um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Die befleckte Meere. Immer wenn die Saft erinnert. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja, Utgert. Lust auf ein Nordsprichwort. Die gibt's ja noch. Man kennt eine Frau erst dann richtig, Michael, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt Hulda. Hat. Wenn ihr nach einer Dame sucht, oh, Lava. Sucht ihr besser anderswo. Vielleicht auf... Ach ja, lasst mich mal sehen. Ach, du liebe Güte. Dann seid ihr mit Gabriella befreundet. Dann wissen wir wohl beide, weshalb ihr hier seid. Ja. Ja, das kann ich. Da hinten tuckeln die Kartoffeln durch. Es ist nicht leicht. Und es wird nicht so konkret sein, wie ihr es euch wohl erhofft, aber ja, ich werde es für euch tun. Bitte entspannt euch. Befreit euren Geist. Ja, so ist die Zukunftsvoraussetzung. Tode, was? Ich sehe eine Höhle. Nein, keine Höhle. Ein Zuhause? Einen Ort, an dem ihr euch sicher fühlt. Ihr werdet dort sicher sein. Zuflucht. Ich sehe Schnee, erhellt vom Stern der Dämmerung. Und ihr seid nicht allein. Da sind noch andere. Ein Kind der Nacht. Ein Jäger der Dünen? Oh. Bevor ihr zur Familie gehört, wird Blut fließen. Viel Blut. Moment, da ist noch mehr. Die Möglichkeit eines Abenteuers und Reichtum. Eine Ruine. Sie wartet nur darauf, geplündert zu werden. Die Tiefenwaldschanze. Reichtum und Plünderung ist gut. Nordwesten. Das hätte er gerade gern. Der Weg führt euch nach Hexenende. Die letzte Ruhestätte eines alten Attentäters. Ein dunkler Bruder, der seine einstigen irdischen Besitztümer euch hinterlässt. Nein, nein, das ist alles. Ihr, bitte geht. Ich bin plötzlich sehr erschöpft. Ja, pass auf, Abschluss nochmals. Findet den legendären Assassinen. Der ist legendärer als die. Kann gar nicht sein. Aber bevor wir den suchen, legen wir eine Pause ein. Sie rennen, Tom. Wir gehen. Und wir machen eine Pause in Briesenheim. Ah, ihr habt doch die Schlucht war ja Hexen erledigt, nicht wahr? Wie kann ich euch helfen? Da hat der Kasperl ein bisschen dekoriert. Du sag mal, Goldbahn. Ich sage nicht, dass ich... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht.
Einen Goldbarren. Jetzt hat keiner mehr Goldschü. Der hat den Vorsicht. Vergesst nicht, auf immer wenn das schauen, falls ihr etwas braucht. So, wie schaut aus im Riesenheim? Ja, Runa! Papa, ihr seid zu Hause! Dein Foto ist zurück. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein Holzkittel, wo ist Dickstein? Ich genau wie der Foto, gell? Breit ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Oh, danke. Nix, gell? Oh, hört auf, mich zu ärgern. Bin nur Oma Kater. Ja, bitte, wo pennen die alle? Da unten sind zwei Betten. Sie liegt da rum schön. Ich habe heute mit Lucia im Park gespielt. Sie tut mir leid. Was haben wir, Muri? Wird dir da erinnert? Oh Gott, schön, meine Ehefrau säuft. Noch einmal danke, dass ihr mein Problem gelöst habt. Pass auf, wie geht der Runa? Es geht ihnen gut. Weißlauf ist eine schöne Stadt und es gibt hier so viele andere Kinder. Sie lieben es einfach, zusammen zu spielen. Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Anteil 100, aha. Bringt dann noch Geld euch. Hier, das ist frisch. Morgen koche ich euch wieder etwas. Eine selbstgekochte Mahlzeit, Respekt. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Dein Schatz, sie macht jetzt Pause. Okay, Leute, die Dame ist um. Ein nächstes Mal geht dann genau da weiter. Bis dann. Und hier war's.